Ja, Freunde, in diesem Video geht es um die Netzwerkkabel. Das sind die hier. Da habe ich mir Cat 6A Patch Kabel geholt. Einmal 0,5 Meter. Und dann habe ich noch ein Paket mit 0,25 Metern geholt. Ja, auch 6A. Dann kann man auch schön erkennen, dass die Anschlüsse vergoldet sind. Bei Patchkabel müsst ihr wirklich darauf achten, wenn ihr wirklich euch auf eine Farbe festgelegt habt, kann es sogar passieren, dass ihr nur wegen der Farbe für das gleiche Kabel direkt 1-2 Euro mehr bezahlt. Pro Kabel natürlich, ne? Da muss man wirklich mal drüber nachdenken, weil ich hatte vor am Anfang gelbe Kabel zu benutzen oder orange, ne? Aber da hat mich das Kabel 1,50 Euro mehr gekostet. Deswegen habe ich mir gedacht, egal, verzichtest du auf Gelb, nimmst du Grün, sparst aber pro Kabel 1,50 Euro. Bei der Menge macht das schon viel aus. Das sind jetzt erstmal ein paar Kabel, ich brauche natürlich viel mehr. Aber ich mache auch später noch ein Video darüber, wie das im fertigen Zustand aussieht. Wenn ihr Netzwerkschrank zusammenbaut, achtet schon darauf, dass ihr gute Kabel benutzt. Ich würde euch empfehlen, mindestens Cat 6 oder besser Cat 6A. Hier habe ich ein paar Kabel, die sind sogar Cat 7. Sonst habt ihr nachher Leistungseinbußen, je nachdem, was ihr mit eurem Netzwerkschrank machen wollt. Jo, dann bis zum nächsten Video.